Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück. Mal noch mit Claudi. Ich bin Claudi. Hallo. Ich habe übrigens eine neue Mütze, das habe ich im letzten Part gar nicht erwähnt. Die Mütze ist neu, das heißt, wenn ich irgendwann mal wieder selber irgendwas mache und ihr seht die Mütze hier, dann wisst ihr, hier konnte man sie zuerst sehen. Bei mir habt ihr es zuerst gesehen. Tao did it first. Claudis neue Mütze zeigen. Ja. Ja, wir haben gerade eben, ich hasse so Minispiele so sehr. Alter, auch die waren... In Ratchet & Clank gibt's das auch ganz viel leider. Ich weiß noch, dass das zweite war relativ anstrengend und stressig. Das dritte ging eigentlich voll fit. Und jetzt ist das hier, das ist wieder übertrieben stressig. Übertrieben, ja. Das ist mir richtig im Kopf geblieben, wie unfassbar stressig dieses Minigame hier war. Okay, während du dieses stressige Minispiel zeigst, kann ich ja gerade mal erzählen, was ich gerade erzählt habe. Ja. Und zwar der PlayStation 2 Controller, ihr kennt ihn alle, denn jeder hat einen PlayStation 2. Der PlayStation 2 Controller hat sensitive Buttons, also X, Kreis und so, das heißt, wenn ihr drückt und doll drückt, dann checkt er den Unterschied. Und ich suche eine Liste von Spielen, die das unterstützt haben, also es werden wohl nur Rennspiele gewesen sein. Aber ich finde gerade keine Liste. Aber auf jeden Fall, die Need for Speed Sachen haben das so eine sehr spezifische Anfrage, ne? Ja, und das wissen ja die wenigsten Leute. Oh. Geschafft? Ja, aber jetzt müssen wir das ja nochmal in schwieriger schaffen. So, die erste Phase ist ja noch ziemlich machbar gewesen. Ich hätte das besser gekonnt, aber die scheinen nur sehr langsam zu werden. Okay, GTA benutzt das. Wenn du das schaffst, belohne ich dich mit einem Lichtedelstein. Wipeout, Okami, Star Ocean, Gran Turismo, Silent Hill und Metal Gear Solid. Silent Hill? Psycho Mantis? Nein, Psycho Mantis? Was? Du weißt, was ich so alles spiele? Was? Memory Card? Was? Zweiter Controller-Slot? Ich finde das so geil in Metal. Also, deswegen, darauf bezieht sich dieses Psycho Mantis jedes Mal, wenn ich das sage. Dass in Metal Gear Solid ist es halt so, es werden ständig irgendwelche Sachen gesagt für den Hauptcharakter, den man spielt. Und jedes Mal ist es so, dass er das fragend wiederholt. Also, irgendwer sagt, ja, hier, diese Forschungseinrichtung da wurde eine neue Waffe erschaffen. Sie nennen sie Metal Gear. Metal Gear? Metal Gear? Das ist ja so oft in diesem Spiel der Fall. Ja, es war ultra lustig, wenn man das so realisiert. Weißt du, was für mich gerade ein richtig großes Problem ist? Ich gucke zurzeit eine Serie, die heißt Generation V. Das ist ein Spin-off von The Boys. Ja. Ich kann The Boys sehr empfehlen, Gen V eigentlich auch, wenn man The Boys schon gesehen hat, aber Boys ist schon wichtiger. Und der Main Character heißt da Marie Moreau. Okay. Immer wenn ihr das Marie Moreau. Das klingt so scheiße irgendwie. Ich schaff es nicht. Nein, Tahu, du musst es aber schaffen. Du bist doch unser Drachenheld. Ich bin doch der Auserwählte. Denn du bist der einzige oder so. Held, den Drache, ich bin, der ich bin der Einzige, kann. Dessen Stopp kann. Jawoll! Jawoll! Oh, war das knapp. Marie Moreau. Wenn ich eine Review zur Serie machen würde, würde ich das Video einfach Marie Moreau nennen. Marie. Das Reich, du kannst das Reich jederzeit wieder verteidigen. Das Reich. Das Reich zu verteidigen ist Belohnung genug. Das Reich der Schatten. Das reicht ja schon. Das Reich ja schon, oh Gott. Hier, Ruffy, kennst du den? Der macht so einige Minuten, ist so sein größtes Format. Der kam jetzt auch zu Yu-Gi-Oh! Ja. Zur ersten Yu-Gi-Oh!-Serie. Habe ich angefangen zu gucken, da ist mir wieder aufgefallen, wie geil das wirklich ist. Ich hab's also nicht gesehen, aber... Also gerade diese erste Yu-Gi-Oh!-Staffel. Aber Algorithmus hat sich schon reingespielt. Ich hab mal mit Swampy, macht ja auch ein bisschen YouTube-Twitch und so, ich weiß nicht, wie aktiv der zurzeit ist. Der mag die erste Serie nicht, weil die so... von den Duellen her nicht viel bietet, also du, da keine krassen Strats und auch so regelmäßig, also von den Regeln her ist das oft ein bisschen quatschig, aber ich finde die Kreativität in diesen Kämpfen, gerade auch so Königreich der Duellanten, ist so geil, wirklich, dieses Labyrinth zum Beispiel, wo die auf einmal durch so ein Labyrinth gehen müssen mit den Karten oder auch so Sachen wie, ich greife den Mond an, damit das Wasser sinkt. Ja. Also, oder ich fusioniere einfach mein Monster, was ein Zombie ist, mit deinem Drachen und jetzt gammelt dein Drache. Was ist das für eine Logik? Ja.
Nee, keine Ahnung, ich feiere das. Auch Babydrache gegen die Harpien. Dann wird die Zeit hochgestellt und weil der Babydrache halt noch ein Baby war, ist er jetzt halt alt. Die Harpien jetzt sind dann scheißen alt. Für nichts mehr. Das ist schon cool. Ja. Also die da war doch Geld, sag ich, Dödel! Alter, okay. Hart. Hart verpasst. Hat er uns was zu sagen? Warum habe ich nur an so einem Platz einen Laden eröffnet, Spyro? Tja, Geschäft ist Geschäft. Sogar unfreundliche Leute haben Geld. Ja, ja. Boah, jetzt will ich aber auch wissen, ich habe bei der eisigen Wildnis gar nicht geguckt, ob er da einen speziellen Dialog hat. Also nochmal kurz in den Ladebildschirm. Ist ja ein schöner Ladebildschirm. Ja, vor allem ist es ein schön kurzer Ladebildschirm. Crash Bash. Weißt du, das Spiel, ja, was wir auch irgendwann nochmal spielen wollten. Der ist natürlich ein geiler Ladebildschirm. Das werden wir auch safe noch machen. Ich freue mich da auch mega drauf. Vielleicht mache ich das auch einfach so, dass wir das als Stream-Projekt machen und ich mache da Stream-Aufzeichnungen von. Da muss ich keinen krassen Highlight-Video, dann hast du auch keinen Stress mit Schnitt und so. Ja. Einfach nur so stumpf hochladen. Nee, gerne. Nice. Eigentlich wollte ich meine Preise halten. Aber dann habe ich mir auch mal überlegt. Egal, komm ins Spiel und gib ein paar dieser hübschen Edelsteine bei mir aus. Schau mir, wie er ist. Chef, so, du gehst so zum Bäcker. Ja, komm schon, Tahu. Gib mir ein bisschen Euros. Eine gute Knusserecke. Ey, das wäre aber irgendwie schon funny. Aber das hätte auch was. Man würde sich, glaube ich, einige Kunden damit vergraulen. Ich war letztens auf dem Flohmarkt und da war dann so einmal so, also halt diese normale Leute, die dann da sitzen und warten, bis man denen was abkauft und so. Manche Leute sind so am Labern die ganze Zeit. Da kommen so Leute, ja, hier, mach so und so. Hier eigentlich 30 Euro für dich, 20. Ja. Und dann so dem Nächsten so belabern. So, nee, das kannst du auch so benutzen. Hat verschiedene Aufsätze. Hier, das kriegst du noch dazu. So, mach mal 50 draus, nimmst du mit und so. Labert die Leute so in der Geschwindigkeit. Ich hätte dich, die so richtig in diesem Bazaar-Modus sind irgendwie. Das ist irgendwie geil. Boah. Das für manche Leute ist so Flohmarkt einfach rumsitzen und hoffen, dass Sachen verkauft werden. Für manche ist das so richtig aktive Arbeit so. Ist halt echt so. Ey, ich habe das aber auch schon gehabt. Ich war auf dem Flohmarkt, ne? Und sind gerade noch so angekommen, wollen unseren Stand erst noch aufbauen so. Und dann kam da schon einer an, hat, während wir noch gerade angefangen haben mit dem Ausladen, so, ne? Ja. Hat er sich das schon, weiß ich nicht, unseren ganzen Kram direkt anschauen wollen, so, was kostet das? Oder hier, ich gebe dir so und so viel dafür, so und so viel. Ich habe richtig gemerkt, okay, der macht das, weil der hofft, dass wir, wenn er uns so unter Stress setzt, dass wir dann eher mal Ja sagen und ihm einfach richtig günstig was verkaufen, was er dann später nämlich verkaufen will. So, ja. Ach, Flohmarkt, ich glaube, es gibt so, also ich gehe manchmal auf den Flohmarkt, aber ich glaube, es gibt Leute, für die ist Flohmarkt ultra das Game auch einfach, da Sachen zu finden. Aber weißt du, was ich schon richtig oft gedacht habe, was glaube ich auch richtig gut funktionieren würde, um so Geld zu machen, wenn man das so aktiv machen würde? Wenn man so, man sieht doch ja manchmal im, auf eBay oder so, dass Leute so, ich verkaufe meine PlayStation 4 mit 4 Controllern oder so. Und dann kannst du die einfach kaufen und dann einfach nochmal reinstellen mit 2 Controllern und die anderen beiden Controller einzeln verkaufen, so. Kriegst du ja bestimmt mehr Geld einfach. Weißt du, wie ich meine? Das kann schon sein, ja. Ja, oder? Stell dir vor, so für 150 oder so eine PlayStation 4 mit so Controllern. So, aber so ein Controller, du kannst ja bestimmt für 20, 30 Euro so einen Controller verkaufen. Ja. Ja, gerade Controller. Weiß ich nicht. Also, die sind ja, zumindest die von Sony sind ja super teuer. Also, allgemein sind von Nintendo auch, von Nintendo ist geistig. Diese Joy-Cons, über die wir im letzten Part geredet haben, die ihr hoffentlich gesehen habt, die kosten wie 80 Euro. Ich bräuchte übrigens wieder einen Controller für die PS2. Ja. 70 Euro einfach. Ich hatte mir auf dem Flohmarkt eingeholt, da hat die Schultertaste hin und wieder rumgesponnen. Aber jetzt funktioniert der so gut wie gar nicht mehr. Und das ist schade. Ich habe mal so einen Ersatz gekauft, der funktioniert, aber er fühlt sich so unwertig an. Ich meine, wenn man so Originale, die mittelgut erhalten sind. Ey, ich bin dieses Wochenende theoretisch bei dir auf dem Eck, also soll ich dir einen rumbringen? Wenn du den abdrücken willst und verkaufen würdest? Oder ich kann dir auch so geben. Ist so,
Echt? Ich habe tatsächlich, ja, ich habe, das Ding ist, ich habe richtig sinnlos, ich habe 3 PlayStation 2s und auch mehrere Controller, ich brauche halt nicht so viele, also ich habe auch kein Multitap. Ja, ich hatte halt die ja, komm, Slim. Aber da kriegst du was für, du kannst mir doch nicht einfach einen Controller schenken, Junge. Ja, einen Kurs mit Video und ja, dann okay. Kommt das auf deinen Kanal. Ja, Leute. Okay. So. Ja. Haben wir gerade gleichzeitig geämmt? Ja, weil wir so, so verlegen sind, so Blasch, Kussi, ich will mein Tau, Schatzi. Nee, können wir machen. Ja, ich meine, wenn man jetzt so, passiert mir die Scheiße schon wieder, ey. Wenn man so, wie jetzt natürlich auf dem Emulator spielt, ist es ja relativ egal so, ne, mit dem Controller, aber es gibt ja auch so Spiele, die funktionieren auf dem Emulator einfach nicht richtig, ne. Ja. Und dann, ja. Deswegen, was halt echt ultra krass ist, ich habe ja theoretisch, das muss ich mal neu alles machen, das sollte ich auch gerade erzählen, ich hatte halt früher die Slim nur, die PlayStation, also jetzt nicht früher, sondern vor 2 Jahren oder so, die PlayStation 2 Slim, und dann habe ich mir eine Fat gekauft, weil du die Fat besser modden kannst, dass du darauf alle Spiele drauf haben kannst und so. Und dann meinte mein kleiner Bruder, ja, wir haben ja noch eine PlayStation 2 und dann hatten wir noch eine Fat und jetzt habe ich halt zweimal die Fat. So. Lol. Ultra schlecht und halt auch noch Controller und so. Das habe ich halt alles hier überall irgendwo rumfliegen. Brauche ich ja nicht so viel. Ja, die fette PS2 habe ich auch, aber halt. Die ist auch besser so gesehen. Ja, yeah. Ich hatte das immer machen. Nur eine fette und. Achtung, ich, nicht da reinrennen. Ja, diesmal achte ich drauf. Kumpel von mir hatte immer die Slim gehabt und ich hatte das Gefühl, die hält nicht so viel aus. Die geht schneller kaputt. Ja, oder so. Kann sein. Aber weißt du, was ich richtig doll habe? Das ist mir letztens aufgefallen. Ich habe mir PS2-Modelle angeguckt. Und ich finde, ich weiß nicht warum, das ist auch super unfair, das so zu bewerten. Deswegen, sorry, wenn jemand die hatte, aber Leute, die eine silberne PlayStation 2 hatten, waren Assis für mich irgendwie. Keine Ahnung, also. Wenn ich so eine silberne PlayStation 2 denke, dann ist das für mich so eine. Das ist halt also falsch. Assi. Ja. Nee, also nicht einfach nur falsch so, sondern einfach Assi. Also keine Ahnung. War das vielleicht. Spielen auf der Switch ist so schlecht, so. Man ist dann halt kein Gamer oder so, aber. Aber wer eine silberne PlayStation 2 hat, ist ein Assi. Weil guck dich die mal an, die sieht auch falsch schlecht aus irgendwie. Ja, ich finde schon, dass die schwarze optisch mehr hergibt. Das check ich schon. Vielleicht war es aber auch. Ne? Nee. Würdest du dir die graue, grau-grau holen oder rot-blau von den Joy-Cons her? Die Joy-Cons her? Rot-blau eigentlich lieber. Oder irgendwelche Special-Farben. Gibt's ja bestimmt auch so, ne? Ja, aber das kostet dann 1000 Euro gefühlt. Ja. Joy-Cons wirklich krass, wie teuer die sind. Ey, aber wie gesagt, ich fand Crash 2 auf der. Mit den. Es war furchtbar. Ja, glaube ich. Vor allem ist es halt die. Die. Trilogie, diese Remake, Remaster Trilogie. Ich finde, die ist halt. Spielerisch, die fühlt sich auch einfach nicht so geil an wie die PS1 Games. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass das so ist, dass die Spiele von der Engine her alle Crash 3 sind und dann halt so ein bisschen auf Crash 1 und 2 umgewumst und dass Crash als Objekt eine Pille ist, also rechnerisch vom Spiel her, und deswegen manche Kanten nicht so sind, wie sie sein müssten und so. Ja. Zu früh abrutscht und teilweise sind die Abstände, die sind ja unfassbar tight teilweise, dass du sehr genau drauf landen musst und so. Ja, und das ist es halt. Das ist es halt. Ja. Aber Crash 1 ist echt richtig cool. Also, ich spiele halt, wenn ich Crash spiele, meistens Crash 3. Aber Crash 1 ist auch richtig cool. Ich muss sagen, mein Liebling ist Crash 2 tatsächlich. Ja, check ich auch. Aber irgendwie, Crash 2 steht für mich so irgendwie dazwischen so. Das habe ich mit Fable auch ganz. Fable kennst du nicht, ne? Hast du dann gespielt? Es geht. Ich habe nie gespielt, aber ein bisschen was davon habe ich mal gesehen von, ich glaube, Fable 3 oder so. Weil ich glaube, Fable 2 ist so der beste Teil, aber mein liebster ist Fable 1 und so Fable 3 ist halt für viele der schlechteste. Aber für mich steht es auch so dazwischen, also so Fable 2 hat halt viel von Fable 1 und 3, aber ich finde halt 1 und 3 unterscheiden sich halt so sehr, dass es immer ein geiles Liebein so zu spielen. Das habe ich mit Crash halt auch so. Crash 1 und 3 unterscheiden sich halt richtig krass so. Und 2 ist halt so ähnlich wie 3 und 1. So. Ja, 2 war halt dieser super krasse Sprung von 1. So, und ich glaube, bei 3 stört mich einfach ein bisschen, dass du so viele. Das, jedes zweite Level ist irgendein Scheiß. Ja. Ist halt echt so. Bei Crash 2
haben sie, finde ich, eine sehr gute Balance gefunden zwischen normalen Leveln und irgendwelchen Special Features. Ja, ich denke auch, also ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen objektiv dran geht, ist für das, was man erwartet, ist Crash 2 eigentlich schon so am besten. Crash 1 ist aber auch gut, also das will ich nicht runterreden, weil für viele ist so dieses so, ah, und Crash 2 ist so viel ausgereifter. Und das mag auch ein bisschen stimmen, aber ich finde Crash 1 ist auch einfach nice so. Ja, fühle ich auch. Crash 1 war halt auch irgendwie noch so, da war das Konzept noch gar nicht so krass individualisiert. Also da, das hatte auch noch so ein bisschen was wie Mario oder Donkey Kong Klon, weil du da auf diesen Inseln bist und so. Und du hast ja, sehr viele so Side, also Passagen, die so ein bisschen wie Side-Scrolling sind, ne? Ja, ich finde, ja, ich finde vor allem, also alle drei eigentlich, ja, ich finde vor allem beim ersten fällt es auf, wie 2D gedacht irgendwie das Level-Design ist, so. Nur dass du halt nicht von links nach rechts, sondern von hinten nach vorne rennst, so. Ja. Yeah. Das ist irgendwie auch voll geil bei Crash. Mancher ist ja auch Ultra 2D, also auch so diese Bonus-Level und so. Nee, aber ja, du hast halt diese, diese Insel und so, das ist schon sehr Donkey Kong-mäßig, aber ich finde, Cortex ist so ein geiler Antagonist, also ich liebe Cortex so sehr. Kennst du, müsstest du eigentlich kennen die Serie Norman Normal? Oh, sagt mir irgendwie was. Das ist, da geht's um so eine Familie und dann explodiert der Toaster oder so oder Mikrowelle, keine Ahnung, und dann kriegen alle Superkräfte, der Hund auch und der Opa auch. Ach stimmt, nur außer, er hat keine gekriegt, nur irgendwie er so nicht. War er das. Er ist halt Norman Normal, also, und er war in seinem Zimmer und stimmt, ja. Hat Gott, ist das gelesen. Lange her, das ist richtige Kindheitsserie gewesen. Ultra geil, und das Intro ist auch irgendwie so ultra geil, die Melodie ist schon cool und er erzählt das halt so, als die Mikrowelle explodiert ist, saß ich in meinem Zimmer und hab Comics gelesen und meine Familie wurde zu Superhelden, nur ich bin voll normal. So irgendwie sowas. Mhm. Und da der Antagonist, der ist unfassbar das Cortex-Rip-Off. Der hat auch so ein asozial sind die denn positioniert? Das ist ja richtige Dark Souls-Stelle. Ich wollte auch gerade sagen, Sans Festung einfach. Ist das Sans Festung? Das ist Arno Londo, glaube ich. Ja. Nee, aber der Antagonist Normal, der ist ultra Cortex geklaut einfach. Der hat auch so einen Satelliten mit diesem Kopf von dem und so. Der sieht auch schon ultra so aus. Mhm. Ich muss ja ganz kurz gucken, ob ich ein Bild vernehme. Also bis auf das die Serie existiert und dass das Konzept der Serie so war, ist das alles, das sind alles Erinnerungen, die... Ja, ich habe es auch nicht mehr so als Erinnerung drin gehabt, aber ich habe so irgendwann gedacht, so, oh, Normal, ist mir wieder so... Ich wette, da wären bestimmt gibt. Auch so Sachen, wenn man mir die so... Kann ich eigentlich mit dem Blitzatem... Yo! Ich hatte gar nicht im Kopf, dass das so die heftige Reichweite hat. Crazy. Geil, dass wir die gekauft haben. Das erste Mal, dass ich sie gebraucht habe. Ich muss rausfinden, wie der heißt, der Normal, der Böse. Ach, war das auch so der Böse, der immer der Böse war, oder war das so ein... Ja, nee, der Böse. Achso, okay. Oh, sorry. Oh. Alles gut. Ja, und ich habe irgendwann gedacht, so, oh, Normal, können wir auch nochmal eine Folge gucken? Und dann habe ich das gesehen und dachte, das ist doch einfach Cortex. Ja. Voll die Oga einfach. Weißt du, und ich sehe gerade, bei Normal gab es auch eine, die auch so Crush-Potenzial hat irgendwie. Die hat so einen grünen Pulli. Also, Leute, ihr kennt das Cartoon Crush, Kim Possible, wir sind alle auf einer Wellenlänge, ja. Und da ist auch eine. Du müsst ihr mal suchen, Normal und dann. Geil, weiß ich, wo man das findet. Junge, was ist zum Fick? Was ist denn das für eine asoziale Grube? Ich wollte nur sagen, Shigo habe ich eigentlich gar nicht gecrushed damals. Nee, Shigo ich auch nicht so. Ich bin auch nicht so Shigo. Okay, das klang gerade so mit Grün und Kim Possible. Achso, nee, bei Normal. Achso. Schönartige Mädchen. Kannst du mir die mal schicken? Ich habe ja Discord offen. Ja, ich suchte gerade ein Bild von der, also ich habe eben... Du suchst gerade erstmal Hentai raus. Das ist erstmal wichtiger. Warte. Das ist jetzt nicht so das gute Bild irgendwie von der. Dann zeige ich dir auch gleich ein Bild von dem... Da sind jetzt noch andere Leute drauf. Ihr könnt das ja selber googeln, ja. Ja, oder musst du es einblenden, auch ganz aufwendig. Nee. Ja, so aufwendig ist das nicht. Ich nicht bei euch, Leute. Doch, das blende ich dann jetzt ein gleich.
Ich habe schon mal Sachen eingeblendet in diesem Let's Play, obwohl das das faulste Let's Play ist, das ich je gemacht habe. Ja, dann die mit dem grünen Pulli und diesem Zopf. Ah, das war der. Gott. Ja, ja, ich, also in dem dunkelgrünen finde ich noch eher. Ja. Und jetzt zeigt. Ich meine, in dunkelgrün, also. Ja. Also in dem anderen ist ja mehr so ein helleres Grün, da finde ich das nicht so gut. Ja. Und das ist der Antagonist, ist der Ultra-Cortex einfach so. Und der hat auch so einen Satelliten mit seinem Kopf und so. Lol. Ich finde, sieht schon hart aus, die Cortex. Ja, der ist halt ein böser Wissenschaftler, ne? Ja, es ist schon, Cortex ist halt auch sehr stereotypisch, so böser Wissenschaftler-mäßig, aber trotzdem. Das stimmt. Ach, ich mag Cortex so gerne. Ich mag auch, wenn man den in Crash Team Racing spielt, dass der dann so einen flachen Kopf hat. Mhm. Und man das die ganze Zeit sieht. Ja, in Twin Sanity macht das ja auch voll Sinn, dass er da diesen flachen Kopf hat, weil Hammer, du den so. Weil du den wie so einen Hammer benutzen kannst. Das hat mich früher schon auch so gefreut, wenn sein Kopf halt schon flach ist, so. Das, als ob der Kopf dafür gemacht ist. Das, ja. Halt Twin Sanity ist auch. Also, ich finde, Twin Sanity wirkt auch als Spiel so. Das. Als hätte man so random irgendwem erlaubt, ein Crash-Spiel zu machen und die einfach völlig steil gegangen sind mit allem, was sie so gefunden haben. Ja, ist halt so. Es ist halt irgendwie hart kein normales Crash-Spiel, aber es ist einfach geil, so. Mhm. Ich habe mir plötzlich einfach Phönixe oder so. Habe ich eigentlich eben im Gebiet alles. Nee, da fehlt mir noch ein Lichtedelstein. Ein Lichtedelstein. Wieso fehlt mir der denn? Hm. Würde ich aber erst machen, wenn wir den Teleporter haben, dann können wir uns zu Geldsacken. Teleporten. Sehr stark. Eieiei. Wird ja richtig heiß hier. Was stimmt? Hast einen Joke probiert, Eine Feuerwelt haben wir dann ja jetzt quasi mit diesem Vulkan. Ja. Dann hatten wir eine Eiswelt. Wir hatten eine Strandwelt, also Wasserwelt. So, Normi. Und wir hatten eine normale Welt. Eine normale Welt, ja. Für welchen Atem steht die? Für Blitz oder was? Hm, irgendwie nicht so wirklich. Nee. Hier haben wir fliegende Feuerkobolde. Man kennt sie. Ich ärgere mich voll, dass ich die, ich habe die Crash-Trilogie nicht auf Steam. Die will ich schon gerne nochmal spielen. Oder ich muss sie einfach das Original spielen, weil ich habe richtig Bock nochmal Crash-Komplett zu daddeln. Ich dachte erst, das wäre ein Gegner. Ja, ich auch. Worüber lachst du? Diese Felsmonster haben mein Haus abgebrannt. Das betrifft mich sehr. Junge, die hatten einen Schlaganfall oder so. Tja, sie hat völlig einen Schaden. Bitte beseitige die Neue Textdialog angefangen. Ich habe tatsächlich das Minigame aus dem Anfang des Parts hier reingepackt, weil ich so dachte, scheiße, ich weiß nicht, wann das nächste Mal ein NPC kommt, den ich ins Thumbnail packen kann. Aber jetzt ist sie ja da. Perfekt. Jetzt habe ich die Wahl. Wahl der Wahl. Den Wahl der Qual oder die Qual der Wahl. Ja, Leute, an was man alles denken muss, selbst für sowas wie Let's Plays. Mach ja, ist halt echt den Part so. Schon Gedanken, das weil ich hab jetzt zum Beispiel den Part, der bevor du dabei warst, habe ich eigentlich nichts, was ich ins Thumbnail packen kann. Und, ja. Keine Ahnung, werde ich irgendwie ein Bild von Geldsack oder so raussuchen müssen. Ja. Ich hab, Wie mache ich die denn kaputt? Ach, ich muss die in die Lava stoßen wahrscheinlich. So ein bisschen wie. Wie bei. Keine Ahnung, wann das rauskommen wird. Aber ich habe ich arbeite gerade an so einem Avatar-Projekt, in dem ich die ganze Avatar-Serie so auseinandernehme, sag ich mal. Mhm. Und da habe ich jetzt schon Probleme beim Ideen finden für die Thumbnails, weil ich sie super schlicht halten will, mal mit einem Charakter. Da geht einem ja schon recht schnell die Leute aus, so gerade in der ersten Staffel irgendwie. Dann zeigst du einmal Aang, Zuko, Katara, Sokka und dann. Da kommt also was, deshalb kennst du dich damit so aus. So. Da kommt was. Ne, mit Avatar, da bin ich schon doll drin. Da bin ich am was arbeiten, aber ich bin sehr langsam gerade mit allem. Sind wir mal ehrlich. Ich bin erbärmlich. Das
Stimmt so nicht. Dankeschön. Mein Selbstwertgefühl ist wieder aufgebaut. Leute, falls es euch mal schlecht geht, einfach Tao abonnieren. Ich wollte erst sagen, so das hast du jetzt gesagt. Aber das war mir zu nicht nett genug. Ja. Aber Tao ist ein Süßi. Ja, das stimmt. Deswegen schenke ich dir auch einen PlayStation-2-Controller. Nee, also ich muss gucken, ob ich... Warte, wenn ich jetzt hier rumfummel, finde ich vielleicht schon einen. Hier auf dem Boden vielleicht? Nee, ich dachte... Weil hab ich die noch nicht aufgemacht? Ich wollte die doch aufmachen. Jetzt habe ich das einfach vergessen gehabt. Nein, da ist nicht der Lichtedelstein drin. Fuck. Nee, ich habe doch keinen PlayStation-2-Controller hier jetzt direkt liegen. Aber ja, irgendwo anders. Wo ist denn der dann? Oder? Der PlayStation-2-Controller? Doch! Guck mal, ich sag doch, ein bisschen rumwühlen, zack! Habe ich einen gefunden. Jawohl. Den packe ich ein. Nice. Der ist sogar, der hat auch, die Sticks sind noch voll gut. Ja, ich packe den irgendwo hin. Und den kriegst du. Guck mal, in dem Part hier hört ihr das. Und dann irgendwann hat er auf einmal PlayStation-2. Wie geil. Ich freu mich wirklich. Ja. Ja. Also grundsätzlich PS2-Controller, ich habe das Gefühl, das waren immer die am schnellsten kaputt gegangen sind von irgendwelchen PlayStation-Dingern. Ich zeig jetzt nicht so viel PS2, deswegen ist das nicht so der Verlust, aber der ist vom Zustand her, das kann man kaum glauben, wie gut der ist. Ich glaube aber auch, dass das an so Games wie Tenkaichi lag, die so Sachen gemacht haben wie, ja, du musst den Analogstick so richtig heftig wiggeln. Das Ding ist so. Ich habe das schon öfter in so Podcasts oder so gehört, wenn Leute über Mario Party geredet haben, für den Gamecube oder für den N64, wie man sich so die Handballen aufgescheuert hat beim Drehen und so. Aber das ist für uns, ist das einfach zu 100% die Dragon Ball Spiele. Ja. Die drehen immer. Und auch so Sachen wie, dass wenn du beide Sticks drehst und so und wenn du so die Handflächen auf beide Sticks gleichzeitig drauf machst und so. Also der Gegner. Das ist irgendwie geil. Der Gegner hat uns gerade getötet, indem er mit der Axt uns platt gemacht hat. Aber die Axt hat uns nicht gespalten. Nee. Spalter! Eigentlich so ein Magieeffekt, so. Zerquetscht dein Gegner und dann zählt das ständig nicht mehr. Ist halt echt so. Was war das letzte neue Game, was du gezockt hast? Der Angriff war halt einfach zu stumpf. So. Das letzte neue Game, was ich gezockt habe, war Hogwarts Legacy. So. Also, wenn es jetzt richtig neu sein soll. Ich glaube, an sich auch einfach. Okay, wenn der jetzt nicht hier im Wasser ist, und da ist er nicht, dann habe ich echt keinen Plan, wo dieser Lichtedelstein sein soll. Wo habe ich denn was verpasst? Okay, da kann man hoch, aber da kommt man ja einfach nur in den Raum. Los, Spyro! Hier drüben! Hier zu gehofft, dass man da einfach durchlaufen kann. So. Ja. Wie stark Eisatem einfach ist. Geht viel schneller damit. Vor allem, weil das halt Gegner sind, die... Also, wenn das jetzt normale Gegner, dann wäre Feueratem halt theoretisch noch schneller. Aber die haben ja irgendwelche Schilde, sodass die vor Feueratem geschützt sind. So. Mit Eisatem ist ja wirklich einmal, du spuckst sie kurz an. Doch, hier! Okay. Easy. Hab ich den Weg hier einfach nicht benutzt. Okay, sehr schön. Dann geht's jetzt zurück zu Geldsack. Das heißt, wenn ich den Weg finde. Machst du 100%? Ja. Ich denke schon, sonst hätte ich den letzten Part auch nicht mit Nachholbedarf verbracht. Hast du schon einen der Drachen-Eis-Skins? Boah, können wir kurz gucken. Also, wie kann man das da nicht geguckt haben? Wo guckt man das? Da, wo die Eier sind. Nee. Irgendwo hast du ja eine Ansicht, wie viele Eier du schon hast. Aufgabenliste. Ja, ich hab noch kein Set die Pink, voll. Ja, die pinke Reihe und die Feuerreihe ist das. Ja, da, die sind, da noch nicht, sind noch nicht voll. Wir haben auch nur 59 von 80 bisher, also. Ja, wenn du eins frei hast, dann musst du das aber schon dann als das zocken, oder? Ja, wir können das gern als Emmeline weiterspielen. Nicht als dann. Flamme? Ja, da fehlen noch zwei. Feuer und Flamme sein. Ja.
Wir können auch als Flamme weiterspielen, theoretisch. Ja, aber ja, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass in den Cutscenes dass das dann blöd aussieht, eventuell. So. So, jetzt kaufen wir mal Magazine. Magazine. So Pornomagazine erstmal ganz viele. Wow. Ja, hast du die neueste Ausgabe von Playboy da? Nee, nee, alles gut, schlagen wir direkt mit auf. Wie viele Magazine kann man denn kaufen? Guck mal, wir können ihn leer kaufen. Ja, für ihn ist einfach nur episch. Aber hiervon hat er, glaube ich, unendlich, oder? Ja, du kannst halt nur bis zu 10 am Stück kaufen. Ja, die müssen aber auch erstmal reichen wieder. Jetzt möchte ich mal sehen. Na, guck mal, die gehen auch geradeaus. Die hätten wir eben auch benutzen können. Tja. Wieder was dazu. Moment, ich gehe jetzt nicht diesen riesigen langen Weg. Sondern. Hast du schon ein Nachfolgeprojekt für Spyro direkt so? Ich will ja nichts sagen, aber Spyro steht genau auf der perfekten Höhe. Gute Frage. Was so ein bisschen in die Kerbe schlägt. Ich weiß, dass ich, wenn ich das durch habe, also dass ich das hier erst durchhaben wollte, bevor ich Legend of Spyro A New Beginning als Streamprojekt starten möchte. Und das werde ich dann als Streamaufzeichnung hochladen, weil ich habe die mal Let's Played, aber das war so, das waren mit meine ersten Let's Play-Projekte. Ja. Und entsprechend, entsprechend sieht das halt aus und hört es sich an. Ja. Und entsprechend, nee, dann remake das nochmal. Ja, machen wir cool. Nochmal richtig, ne? Mit der neuen Zuschauerschaft auch. Hast du Tony Hawk gespielt für PlayStation 2? Ich hatte ein Game von der Reihe American Wasteland. Ja. Hättest du theoretisch Lust, dass man da auch mal ein Video zu macht, wie man so beide versucht, halt hohe Combo zu machen oder irgend sowas? Ich habe das gar nicht so primär für Skaten gespielt tatsächlich, sondern ich habe fast, also ich habe diesen Story-Mode und so habe ich gar nicht angerührt. Sondern Park gebaut nur? Nur Park gebaut und sich ein Charakter da erstellt, so. So, ja. So dieser ganze kreative Kram, so. Das war dann was für mich, so, das hat mich gecatcht. Ja. Ich hab mir das doch gar nicht gekauft, sondern ich meine, das hab ich bekommen aus Versehen, weil früher hatte ich so eine PlayStation 2, die ist irgendwann kaputt gegangen. Ja. Und dann hatte ich einen Klassenkameraden, der hat halt seine nicht mehr gebraucht und die verkauft. Und dann habe ich dem halt seine abgekauft. Und als ich ihm die abgekauft habe, war in der Konsole halt das Game noch drin. So. Und ja gut, nee. Der konnte halt eh nichts mehr damit anfangen, weil er die Konsole ja verscherbelt hat. So, ne? Ja. So, hatte ich dann das Spiel gehabt. So. Ja, das Ding ist, ich weiß gar nicht, was los ist mit den Tony Hawk Spielen, aber die sind teilweise super skurril gewesen. Da gab es ja auch so Bermuda-Dreieck-Level mit Aliens und die Hölle und in irgendeinem Teil könnte man, glaube ich, auch als Darth Maul rumfahren oder so. Und das sind halt Ultra, die haben halt richtig viel lizenzierte Musik gehabt und deswegen, also richtig viele Lieder sind für mich Tony Hawk-Lieder, so. Das ist ultra krass. Also viele haben das, glaube ich, auch so mit, also irgendwelchen Rennspielen oder so, ist ja auch oft so mit viel lizenzierter Musik und so. Und das habe ich mit Tony Hawk ganz toll. Ja, Tony Hawk finde ich ganz cool. Und da gab es auch so einen Modus, dass du so Feuerbälle schießen konntest und so. Also. Kumpel von mir. Tony Hawk Underground 2 ist übrigens einfach ein Crossover aus Tony Hawk Underground und Jackass. Mhm. Das wissen auch ganz viele nicht. Das ist einfach skurril irgendwie. Kumpel von mir hatte jedenfalls auch so ein Skater-Spiel für die PS1, was wohl auch sehr cool war. Was halt kein Tony Hawk Game war, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Spyro 3? Nee, das war ein bisschen, also es war halt ausschließliches Skating-Game und es war aber auch sehr linear irgendwie. Wie heißt denn dieses eine? Kennst du Sunset Overdrive? Ja. Ist ja auch so ein bisschen so skaten-mäßig. Und so rumballern mit levelbaren Waffen, so Ratchet & Clank. Ich hatte es mir damals ausgeliehen. Ganz cool das eigentlich. Das war 2000. Was ist das sogar von Insomniac? 2016, 2017? Ja, von Insomniac, ja. Deswegen habe ich das auch ausprobiert. Und bei mir hat es aber nicht geklickt.
Ich habe es halt ausgeliehen so. Damals in der Mediathek, so einer Videothek, weil wir hatten irgendwie bis vor einem Jahr oder bis vor 2 Jahren oder so, hatten wir in Paderborn noch eine Videothek einfach gehabt. Jo, mir ist gerade aufgefallen, dass ich da eigentlich Scheiße gelabert habe. Nicht, dass es irgendwen interessieren würde, aber ich hatte mir das Spiel gar nicht ausgeliehen. Ich hab's tatsächlich besessen. Hab's aber nur einmal angespielt. Keine Ahnung, ob das hier jetzt noch irgendwo rumfliegt oder ob ich das verkauft habe, aber ich wollte das einfach mal korrigiert haben. Ach krass. Alter, weißt du, das ist so ein Relikt aus der Vergangenheit und ich war so stolz irgendwie auf diese Stadt, dass wir doch so eine Videothek hatten. Ja. So dieses Relikt, was du halt nirgendwo mehr hast und irgendwie ist es cool, dass. Aber ich hab's halt leider irgendwann auch nicht mehr benutzt. So. Und ja, das ist halt so. Ne? Du benutzt es halt einfach nicht in der heutigen Zeit. Und ja, was ich auch echt krass finde, es gibt in meiner City gibt es noch so einen Laden, der so, so an- und verkaufmäßig ist, der nicht, wie heißt der große nochmal? GameStop. Ja. Ein An- und Verkaufläden für Spiele, der nicht GameStop ist, gibt's ja kaum noch. Ja, solche gibt's aber teilweise noch. Also gibt's schon noch, aber so weniger auf jeden Fall. Und der ist super shady irgendwie. Die Leute, die hier arbeiten, sehen immer super schlecht gelaunt aus. Also was auch so einfach sein kann. Vorne am Laden steht so, wir haben auch Xbox 360 und PS3 Spiele. Also gar nicht geupdatet. Das klebt da seit Jahren, dass die halt PS3 Spiele haben. So. Also nicht mehr darauf geachtet und so. Und ich bin mir so sicher, dass es eine... Alter, so ein Flamme, ey. So sicher, dass das eine, wie heißt das, Geldwäscherei ist, der Laden. Also das kann ich mir nicht anders erklären, dass es den Laden noch gibt. Die haben auch nie neue Sachen. Ich war da einmal drin, die haben gefühlt das gleiche wie noch vor 10 Jahren. Und bei dem Laden habe ich mir vor Ewigkeiten immer Spiel ab 18 geholt oder ab 16. Da habe ich mir Star Wars Battlefront 2 wieder gekauft damals für PlayStation 2. Wo ich kein Spiel ab 16 haben durfte und da hat das einfach uns verkauft. So. Ich habe gefragt, dürft ihr das spielen? Ja. War alles klar. Ja, sehr nice. Ja, dann habe ich einen Battlefront 2 gehabt. Yay! So, das ist eigentlich eine gute Stelle für einen Cut dann, weil wir sind wieder bei der halben Stunde Marke angekommen. Schon vor ein paar Minuten tatsächlich. Sergeant Bird. Das heißt, nächster Part, Leute, geht direkt los mit Sergeant Bird. Und das will man sehen. Das will man sehen. Die Sergeant Bird Passagen. Ich finde die sogar, glaube ich, besser als die Flugpassagen in den älteren Spielen. Ich finde die besser als die Flugpassagen in Spyro 3, glaube ich. Ich finde, glaube ich, fast alles besser als 2 oder 3. Nein, aber okay. So, mit dieser schönen Aussicht, die wir hier gerade haben, echt machen wir dann Cut für heute. Und ey, bleib mit der Kamera so. Danke. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao.